Urteil ist raus. Gehen wir rein in den nächsten. Ich muss das jetzt ganz kurz mal fragen. Ist das für Sie eigentlich schon Relevanz, dass wir immer so eine Vorgeschichte haben, dass Sie mehr sich auf den Fall einstimmen oder sollen wir einfach reingehen in die Fälle? Ich muss das kurz mal fragen. 16.15 Uhr. Rennbeginn. 16.15 Uhr. Sie wissen, was das heißt. Es wird lang, schmutzig und dreckig. Und wenn Sie sich die ganzen anderen Fälle angeguckt haben, können Sie wahrscheinlich auch schon rausfinden, dass es wahrscheinlich der Nürburgring. It's not a game. It's a simulation. Sie wissen, dass das eine Simulation ist. Das haben Sie rausgefunden. Aber wenn Sie auch die anderen Fälle beobachtet haben, werden Sie wahrscheinlich rausgefunden haben, dass wir heute in diesem Rennen schon mal gewesen sind. Und Sie wissen, dass das Wetter wundervoll war auf dem Nürburgring. Es roch nach Benzin. Es war richtig warm. Es gab ein paar Wolken am Himmel. Wir waren schon mal in Turn 1. Wir waren heute schon mal auf der Gegengeraden. Wo waren wir heute noch nicht? Reingelegt. Ist Quatsch. Auf dem Nürburgring passiert nirgendwo anders was, als entweder auf der Gegengeraden in der Schikane oder in Turn 1. Und genau da sind wir jetzt auch wieder. Und Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Es gibt hier ein richtiges Handgemenge. Es gibt ein Handgemenge zwischen einem italienischen Stier und einem Fish and Chips aus England. Hinten Croissants, Krümel kommen raus. Zwiebacksäge nennt man ihn auch. Und es wird gekämpft. Es ist ein hartes Duell. Wir peitschen gerade runter, die Gegengerade, und wir fahren auf die Schikane zu und Folgendes spielte sich ab. Ohne Ton. It's not a game. It's a simulation. Das haben die Fahrer sich auch gedacht. Also ich sag's mal so, in anderen Simulationen, dessen Namen wir in diesem Format nicht nennen wollen, weil sie halt einfach hier nicht hingehören, nennt man das Bumpdraften. Aber auch da, nee, könnte man sagen, ist das hier wohl ein bisschen zu viel. Die Frage, die ich mir auch hier gerade stelle, was geht in dem Kopf der Zwiebacksäge vor? Wenn ich verteidigen möchte, fahre ich doch schon viel früher nach rechts rüber, okay? Ich entschließe mich dazu, sehr spät nach rechts rüber zu fahren, um das zuzumachen, aber es passt doch irgendwie noch ein halber LKW dazwischen. Und dann denke ich mir so, gut, ich fahre einfach hinterher, aber irgendwie bremse ich auch nicht. Und dass ich durch den Windschatten auch schneller bin, das interessiert mich jetzt auch nicht. Und dann bremse ich und dann schiebe ich den einfach nochmal an. Und dann denke ich mir so, okay, ist eine gute Idee, tschüss. Und ich habe den Platz wieder zurück. Also hier an der Stelle, um das kurz mal zu erklären, man hätte jetzt wirklich, wenn man... Ich beschreibe das jetzt mal kurz aus der Perspektive eines nicht so netten Fahrers, ja? Er hätte theoretisch instant nach dem Lamborghini rechts rüberziehen können. Instant. Um den hier die Hütte zuzumachen. Der ist jetzt aber schon da. Und er möchte den Windschatten noch mitnehmen, was vollkommen fein ist. Und dann macht er das hier. Da frage ich mich, fährst du auf einem Handyscreen? Weil hier müsste dir der Spotter eigentlich schon gesagt haben, da ist ein Fahrzeug rechts. Du hast ein Radar, das sagt dir, Fahrzeug rechts neben dir und vor dir. Der andere wird wahrscheinlich auch noch angezeigt sein. Nur ist halt wirklich, überlege ich gerade selber auch, möchte er jetzt hier verteidigen oder was soll das? Oder kann er einfach das Lenkrad nicht gerade halten, weil das Auto kaputt ist? Das weiß man ja nun nicht an der Stelle. Warum jetzt hier beispielsweise der Lamborghini so früh bremst, das kann ich mir nicht erklären. Also das kann ich mir wirklich nicht erklären, weil das halt schon sehr übertrieben früh gebremst ist an der Stelle. Würde ich jetzt mal behaupten? Naja, nö, ja. Naja, nö, doch, geht, ist in Ordnung. Müh früh, aber nicht zu früh. Ist auch wieder so eine Sache, kann alles passieren, ist uns allen schon mal passiert. Aber ist auch ein bisschen schwachsinnig, ne? Also da hätte man dann am Ende für den McLaurin beispielsweise, also die Zwiebacksäge, hätte man bremsen können und dann sagen können, du... Sorry, fahr mal, hab verkackt. So. Also ein bisschen mehr Rücksichtnahme. Manchmal, ich sag's immer wieder, auch wenn es ganz viele Leute für sehr beschissen finden, dass ich das immer wieder sage, manchmal ist es besser zu lupfen und jemanden vorzulassen, als sein ganzes Rennen zu verkacken. Weil am Ende hast du jetzt gerade just in dem Moment dein Rennen verkackt und deine Stats verkackt, weil das ist causing a collision.
und dafür kriegst du 0,6 auf den Kopf geknattert und dann kriegst du dazu noch 10 Sekunden Time Penalty. So, und jetzt frage ich mich, hat sich das gelohnt? Für nicht mal eine Sekunde lupfen. Du hättest eine Sekunde lupfen können und hättest eine Position verloren. Jetzt hast du 0,6 Safety Rating abgezogen gekriegt und 10 Sekunden Zeitstrafe noch gekriegt. Das heißt, da wirst du noch ein bisschen weiter nach hinten rücken. Manchmal ist es wirklich schlauer, jemanden durchzulassen. Und an der Stelle wäre es wirklich schlauer gewesen. Also, das kommt mit der Zeit. Und ich weiß, dass das ganz viele Leute hassen, wenn man sowas sagt. Weil es geht immer um die Position und immer das beste Ergebnis. Manchmal ist nicht das beste Ergebnis, was du just in dem Moment, in der Sekunde erzielen kannst, sondern das Ergebnis ist noch ein bisschen weiter weg. Und an das sollte man an der Stelle immer denken. Und das passiert jedem Mal. Und das kann jedem passieren. Das passiert mir, das passieren sogar E-Sports-Fahrer. Schönen Grüße gehen raus an SRO. Das kann alles mal passieren. Deswegen ist immer, finde ich persönlich, dass je früher man anfängt damit, sich das beizubringen, zu sagen, okay, ich gebe auch mal nach, anstatt immer nur reinzuhalten. Na? Bestes Beispiel ist mein Kumpel von vor zwei Tagen. Aber das war persönlich. Das war eine persönliche Geschichte. Meine Damen und Herren. Eventuell haben wir am Sonntag, den 15. Oktober, wirklich sehr viel schon erlebt. Wir waren heute ja schon mal in der ersten Kurve vom Nürburgring. Und wir haben da heute schon mal so ein gewisses Fahrzeug gesehen. Das war da in so eine Kleinigkeit involviert. Und jetzt stellen Sie sich wirklich mal vor, Sie waren da in so eine Kleinigkeit involviert und man könnte meinen, Mann, das war richtig, das war doof. Ich sag mir heute so, nee, Nürburgring ist es nicht. Ich gehe einfach bei der nächsten Geschichte auf den Sonntag, an meinem freien Tag, nochmal auf eine andere Strecke, nach Amerika, Watkins. Und dann muss ich hier sowas aufnehmen, an einem wunderschönen Sonntag. Gerade noch Kaffee schlürfen, gehe ich wieder rauf auf die Rennstrecke, die Sonne scheint. Es riecht ein bisschen ölig, es riecht auch so ein bisschen nach Crash in der Luft. Man könnte meinen, es ist ein Sprintrennen, hier geht es wirklich um Leben und Tod. Und dann spielte sich Folgendes ab für den Fahrer, den wir heute schon mal gesehen haben und der Ihnen vielleicht bekannt vorkommen könnte. Kennen Sie diesen Fahrer? Haben Sie den heute schon mal gesehen? Die Karre kennt man doch. Das war unser erster Fall heute. Massencrash Turn 1. Jetzt dürfen Sie dreimal raten. Wir sind auf der Startziel und das ist Runde 0. Nee, entschuldigen Sie bitte, Herr Barbix, aber Sie haben hier nichts zu suchen im Gerichtssaal. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben Sonntag, Turn 1, Nürburgring, Massencrash, schon beschäftigt gewesen. Wechseln die Strecke, denken sich so, na gut, probieren wir andere Rennserie. Turn 1, Massencrash. Und dann ist es nicht nur einer, der hier Blödsinn macht. Also nicht nur dieser Ferrari. Achten Sie mal auf den Ferrari, wie der gleich zurückkommt, ohne die Bremse zu drücken. Der bremst sich. Da wird nicht gebremst. Da wird nicht mal gebremst. Ich sag's so, wie es ist. Hier ist der Sonntag definitiv gelaufen gewesen. Ich könnte mir vorstellen, da kam es zu einer Deinstallierung und Speicherplatz auf der Festplatte Freiräumaktion. Da wäre ich bedient. Es tut mir wahnsinnig leid. Zweimal an einem Tag in Turn 1. Puh. Aber Sie wissen Bescheid. Das gibt drei Tage Pause. Das schmeckt. Urteil ist raus. Urlaub ist da.